Zur nächsten Folge mit der S2 Multiplayer mit dem Thomas. Hallo. Und wir fahren immer noch weiter nach Milano. Wir haben, der Ey, wie du Max mich war schon jetzt. wieder absiehst. Was? Wieder absiehst. Wer zieht Winner? Du, mich. Echt? Ja. Okay. Wir haben ja mal mit Max geredet und mal geguckt, wie wir es machen, aber wenn der zu uns kommen würde, würde es wieder übelang dauern. Müssten wir übelang warten. Und deswegen fahren wir jetzt einen kleinen Umweg. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. Auf Wer weiß. jeden Fall haben wir jetzt noch 500 Kilometer. Damit dürfen wir die Folge füllen, dürfen, können, machen, tun, gedüht. Hätten. Ja. Eieiei. Ei, 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 ei. Ich bin müde. Doch schön. Doch schön. Wieso? Ach, nur so. Ach so. Ich wollte einfach mal was sagen. Na dann. Ja. Ja, da vorne ist der Typ. Ne, das ist ein anderer. Ja. Der Thailand-Po. Gesundheit. Na, drück mal Tab. Thailand, irgendwas, Po. 286er Ping, genau. Alles klar, läuft Wer bei denn der mir. hat weniger Ruckler und Standbilder als wir? Ja, weil er Ausländer ist. Was? Ah, der fährt runter. Wir bekommen sowieso ein besseres Internet. Ein Tunnel. Tünnel. Ab. Was? Licht doch nicht. Nein. Sarap, du siehst mich ab. Stell dich euch überhaupt in den Raum. Lecker, 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 lecker. Das heißt nicht solche Dingensgedöns in den Raum stellen. Auf welchen? Behauptungen. Ach so, ich Das war dachte, das Wort. Das schmutzige Wort Nummer 11 oder so. Das Dingensgedöns. Die Auffahrt, Abfahrt ist doch mal eine Challenge. Die, wo ich gerade bin? Ja. Wieso? Jawohl, doch nicht. Für mich doch nicht. Ah. Okay, der Winkel ist wegen blöd. Och. Der Winkel war wegen steil. Bisschen steil. Ne, stumpf. Steil wäre geil gewesen. Ja, genau. Steil ist geil. Ne, je steiler der Winkel, desto paralleler ist es. Weißt? Ja, genau. Ja, ist so. Ein Baustell. Wurde Ajo. geblitzt. Was? Ja. Hast du das immer noch nicht ausgemacht? Ich hatte keine Lust. Bin zu Paul dazu gewesen. Was hat der Paul damit zu tun? Sag ich denn nicht. Als Maul Paul. Grimm-Eklipse. Hä? Finding? Geht Nepo gerade. Aha. RWBY und dann irgendeine Eklipse oder so, keine Gott sei Ahnung. Dank sehe ich das nicht. Oder Ellipse, keine Ahnung. Der Gott Andi jetzt sei auch. Dank sehe ich das nicht. Jetzt Sind auch. wir bestimmt wieder irgendwelche japanischen Pornospiele. Bestimmt. Ja. Da fährt ein Drescher durch. Der verdruscht dich. Was? Nee, nur generell. Nee. Gleich du war. Rechts um! Dann Bild! Ey, stell dir vor, ich fahr vor dir und dann du bist dicht auf der Serpentine hinter mir und ich hab Standbild. Achtung, 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 ich bremse, 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 bremse. Also, du hast Standbild, ja? Oh Gott sei Dank warst du noch weit genug hinter mir. Ja, Nee, immer noch ich bin ein selber. bisschen, Da sind so ein paar Leute, kann das sein? Jo, ich bin rechts ein Lol. bisschen in den Streifen reingekommen. Und dann hat sie mich seitwärts gestellt. Mein Trailer war einmal Lol. über die Alter, Straße wie langsam drüber. fährst du hier rum? Ja, da war ein Gegenverkehr und Hey, wo war der Gegenverkehr? vor mir? Ja, du hast trotzdem eine Vorfahrt, ne? Nein. Wenn der Doch. schon in der Kurve steht, dann nicht, ne? Ja, dann. Das meinte ich ja. Also.
Und außerdem hat es geruckelt, weil da so viele waren. Ich hab Standbilder und hinter mir sind Leute gleich, eventuell. Auf der Truxy Map letztens, ich fahr so Serpentinen. Und dann war halt eine Straße, wo es dann am Ende quasi Linkskurve in unterwärts ging. Ich mach noch mit. Sieh, du Hure! 48, 57. Soll irgendwo häng ich. Der hat da oben eine Marke, anstatt dich erstmal vorbeizulassen. Macht er jetzt. Guck mal auf die Karte, was vor uns ist. Ja, das ist ein gewaltiges Ding vor uns. Ja, auf jeden Fall, ich fahr das so. Serpentinen, Linkskurve nach unten. Rechts von uns, Steilwand. Ja. Ein KI-Auto fährt rechts auf einer unsichtbaren Straße an der Steinwand hoch. Er macht keine Linkskurve nach unten, sondern eine Rechtskurve nach oben. Auf einer unsichtbaren Straße. Ja, ich leck gerade übel. Pass auf. Nee. Die haben mich begrüßt. Ach so. Ja, bei mir ruckelt's gerade. Ja. Ich will endlich meinen neuen PC. Noch knapp 3 Monate. Alter, muss der scheiß Nachbar jetzt den Rasen mähen? Hab ich vorhin schon gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob das so ist, wenn ich spreche. Nee, okay, gut. Alter, du hast bei mir gerade so geleckt, dass du gerade irgendwie die Kurve rückwärts geradeaus hochgefahren bist. Rückwärts geradeaus hoch. Genau. Alles klar. So hast du gerade geleckt. Fehlfunktion, Fehlfunktion, Fehlfunktion. Oh, Fehlfunktion. Fehlfunktion. Geht wieder. Ernsthaft. Boss! Ja, wegen Boxe. Der schwarzen Mama bin ich übel kaputt. Ja. Nee, vor dem stand ja so ein PKW so ganz dämlich da. Ja, ich weiß. Und dem ist er reingefahren. Ja, er ist dem Auto reingefahren und ich bin ihm reingefahren. Motor und ich bin dir reingefahren. Ich hab 48, 57. Ich habe 28,95. Gott sei Dank habe ich so fleißige Hilfe, sonst hätte ich gar kein Geld mehr. Ja. Leute, bei mir war direkt der Trailer vor mir. Direkt vor mir. Läuft. Ja. Unmittelbar einen Zentimeter vor mir, das genau. Na gut, die da unten kommen auch nicht so ganz so klar, oder? Nö. Alter! Ich hoffe, du hörst das nicht. Doch ein bisschen. Ja, nicht so schlimm. Der Nachbar mäht den Rasen an, ist er privat. Hm. Alter, ist das überhaupt der Rasen, den er da mäht? Das hört sich ja an. Ah, das ist bei uns immer schlimm, wenn ich bei uns hinten draußen hinter der Scheune mähe. Alter, ich hör dich kaum, ey. Ernsthaft? Ich komme mal mit meinem Scheißfenster nicht ran. Schnauze! Bei uns hinten draußen, wenn... Siehst du, jetzt wird doch ruhiger. Da liegt Holz. Und wenn mein Vater und mein Opa da immer Holz auf den Hänger laden und uns reinfahren zum Sächen, dann fallen da halt immer so Rindenstückchen oder kleine Holzsplitter oder so runter. Ja. Ja, und dann, wenn ich da übers Gras mit dem Rasenmäher drüber fahre, dann wird es immer mitkeckselt. Achtung, hier, ich hatte gerade viele Standbilder. Ja, und du rollst auch bloß irgendwie den Hügel hoch, oder? Ja, ich hatte gerade einen Haufen Standbilder, wie gesagt. Naja. Oder wenn da mal ein Stein mit einem Rasenmäher kommt. Ja, immer das macht mal Freude. Das macht Spaß, aber Freunde. Ja, das stimmt. Auf den TSM letztens hatte ich keinen Bock auf Serpentinen und bin dann einfach von oben querfeldein runtergefahren. Hat geklappt. Lol. Hat mir sogar gar nicht so viel Schaden gemacht. Läuft. Nitro-Sündung. Ah ne, das war die Hupe. Ja, vor allem Nitro, ne? Ne, wir haben ja eigentlich Nitro-Glycerin hinten drin, ne? Was? Wir haben ja Nitro hinten drin, ne? Lachgas. Na gut. Müssen wir mal kurz antapfen.
Nicht mal kurz einen Schlauch hinter? Na, Mutter, nein? Ja. Genau. Wahrscheinlich. Na klar, wa? Direkte Lachgaseinspritzung. Aus dem Darm. Ja. Ich hab Standbilder gerade wieder gehabt. Ja, ich weiß, dass du immer mit bist. Ist gut, Thomas. Du musst immer noch einen draufsetzen, ne? Ja. Ja, meine Gelegenheit, dich zu überholen. Na, Spaß. Du musst immer den letzten haben. Ja. Du musst immer den... Ja, komm, wir zensieren jetzt immer mit unserer Hupe. Du Kleiner! Ey! Du... Du Dreckiger! Du... bist... Mann... bist so... Was? Du fahr, du... sonst... deine... Mutter! Aha. Mutter. Genau. Stampelt. Nein, das stand mit Modo 4 Funktion. Ja, wollte gerade sagen. Die Stampelt hätte anders ausgesehen. Das war halt so die Standardreaktion, weißt du? Ja, Standbild. Egal was ist, einfach mal Standbild rufen. Standbild, 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 Standbild. Ja komm, das ist das böse Wort Nummer 11. Mann, ey. Nur 225 Kilometer. Da war's noch in der Folge. Bestimmt. Bestimmt. Die. Was machst du, wenn Gegenverkehr kommt? Da kommt keiner. Okay. Oh, Standbild. Cool. Standbild. Kannst du machen. Komm, wir machen den Standbild-Song. Standbild. Alles klar. Ui. Das war's? Standbild. Oder? Was? Das war's schon? Was war's? Mit deinem Song? Standbild. Nein, ja. Standbild. Standbild. Genau. Ich sag es immer Standbild, wenn ich Standbilder habe. Okay. Und ich geb voll. Leitplanke. Keks. Keks? Bestimmt. Standbild. Vollgas. Wir kommentieren jetzt alles, was wir machen. Nee. Lenken. Lenken. Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Oder für Lenken. Lenken. Geradeaus fahren. Ja, ist gut, Thomas. Lenken. Cool, mit dem Trailer an der Mauer hängen bleiben. Ich bin mit dem Trailer an der Mauer hängen geblieben. Läuft. Ich gehe steil, ne? Weiß ich nicht. Kopf zu eng genommen. Ja, gut, ne? Ich hab hier 130.000 Kilometer geknackt. Wie viel? 130.291. Ja, gut. Kann man schon mal machen, ne? Jetzt geht's bergab. Na, es geht oder Fehlfunktion. Der bergab macht ja nicht so viel. Nee, nein, Glück, ey. Ach man, das ist echt brutal, ey. Du kannst da Vollgas geben am Berg, ne? Und dann musst du bremsen wegen deiner scheiß Kurve. Ah, ein bisschen zumindest. Ja. 95 gehen. Ja, passt schon. Was denn der Bastelbassen gemacht? Genau. Hui.
Oh, ich sehe dich gerade ab, kann das sein? Bestimmt. Bisschen. War ja auch nur 130. Ich auch. Jetzt hatte ich gerade viel Funktion, jetzt war ich nur 120. War jetzt abgegriffen, Video. Und ja. Müssen wir nachher gleich mal gucken. Standbild. Ausraster, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Oh mein, ja, dann wird's geil. Minecraft Kitty rastet aus im Teamspeak. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Stimmt, wieder verspielt. Wetten? Nee. Meistens ist es doch. Oder Staub. Komm, Staubi. Staubi ist Beste. Staubi, genau. Staubi, komm, bitte Staubi. Du hast auch das gesehen, wo da diese Nina den Verspielten schon wieder gegrieft hat, ey. Das war lustig. Hm. Ihr seid doch ein süßes Pärchen, Alter. So also verspielt, die Nina hat gesagt, die findet dich süß. Ja, genau. Halt die Schnauze, du Huso. Alter. Aber die beiden passen wirklich übel zusammen, ey. Ernsthaft. Oh. Ja, pass auf, bald heiraten sie oder so. Ja, wahrscheinlich. Kurven, ich mag Kurven. Was? Noch 85 Kilometer. Dann haben wir es geschafft. Haben wir es, ouch. Aua! Ich hatte gerade so viele Motorfehlfunktionen, dass ich zum Stehen gekommen bin. Lol. 39, 100. Läuft. 59, 63. Läuft. Dein Bild. Du bist hinter mir? Was? Ne, ich bin vor dir. Ja, vor dir. Kommt dann der Max von hinten? Halt echt! Ernsthaft? Der Spaß war überholt mich gerade. Alter! Oh. Hilfe! Was der meint, ey? Achtung! Max! Der wird dich nennen. Oder Fehlfunktion. Fehlfunktion. Max! Was war ich? Da hat er mich überholt. Achtung, da könnte irgendwo ein Stickel auf der Straße liegen. Aufpassen auf der rechten Spur. Aha. Ja. Nö, da lag nix. Was bloß? Er fährt tanken. Ey, er ist die 4. Ich bin Nummer 4. Komm, wir fahren jetzt. Das ist Max und wir besuchen. Nee, wir fahren vorbei. Okay. Dann wird die Folge viel zu lang. Guck mal, was ich jetzt mache. Krass. Krass, der Typ. Raum nochmal Max schön weg. Das war knapp. Nein! Hast du ihn wirklich getroffen? Nein, ich bin gegen die Laterne vor ihm gefahren. Und voll Dampf. Das ist so eine Pfeife, ey. Meine Güte, ey. Einmal mit Profis arbeiten. Cool, ich stehe an der Baustelle und habe eine Motorfehlfunktion nach der anderen. Ha, Gott sei Dank, ich bin noch durchgekommen, bevor die Trange zu lang ist. Was? Ja? Ich habe noch 36 Kilometer. Und du? 39. Dann gib mal Ja's. Kumbaya. Oh,
scheiß Moosstellen immer. Hm. Ey, ist die Schranke wieder zugegangen? Ja, das hatte ich auch schon mal. Und ich habe eine Motorfehlfunktion. Aber ist ja nicht so teuer. Es überholt habe ich schon wieder. Mich bekommt er nicht mehr. Er will ja auch nach Verona, höchstwahrscheinlich. So. Bestimmt. Ja, ich muss mich abschleppen lassen. 100, 100, cool. So. So, jetzt sag ich 0, 100. Läuft. Läuft. So, und ich bin jetzt in Milano. Alter, da wollte ich an ihm in der Tankstelle vorbeisehen, was passiert. Ich fahre gegen die Laterne direkt vor ihm. Kann man schon mal machen. Aber halt auch nur einmal. Auch nur einmal? Nee, weil ich auf einmal da mittendrin Standbild hatte. Noch dazu. Ja, ja. Ja. Den kann man es ja schon mal machen. Alter, aber wie ist denn der gefahren, bitteschön? Wie ne klingt der so. Vor allem Ding, wo ist denn der lang gefahren? Also wahrscheinlich ist er da lang gefahren, wo wir sonst lang gefahren wären. Ne, der kam ja auch auf der Straße, auf der Serendino-Straße. Ach, da kam er schon her, ja? Ich glaub schon, ja. Hä, aber wie, denn muss er auch an den scheiß Konvoi vorbeigefahren sein? Mhm. Hä? Das war vielleicht der Konvoi, wo er vorher gemeint hat, die haben den überholt. Ne, das glaub ich aber auch nicht. Ne, die kam ja aus Richtung Österreich raus. Vor allem, der war ja bei Frankfurt oben. Ja, eben. Ja, frag mal nicht gleich nach. Ja, den fragen wir gleich. Aber das will ich miterleben, wie du ihn fragst. Sag ja, den fragen wir gleich mal. Ja, Das ist mitkommen einzupacken. Ja. Also wenn du das nicht schaffst, ne, dann würde ich mir mal Gedanken machen. Die abgesteppt oder was? Was? Ja. Ja. Ausgezeichnet! Was? Nein, Spaß. Ausgezeichnet, Rückstück ist los. Ja. Auch immer in Scania entlang. Das war's jetzt wieder mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann wahrscheinlich wieder aus der Sicht von Thomas. Haut da rein. Tschüss. Tschüss.